So, Video Nummer 3. Im vorherigen Video haben wir zwei Regeln oder zwei Bedingungen für Achsensymmetrie und Punktsymmetrie gehabt. Also wenn f von x gleich f von minus x ist, dann haben wir Achsensymmetrie, und wenn f von x gleich minus f von minus x ist, liegt Punktsymmetrie vor. Jetzt haben wir ein paar Aufgaben hier. Und ich muss beweisen, ob hier bei dieser Funktion Achsensymmetrie oder Punktsymmetrie vorliegt. Wir wissen natürlich, dass wir hier nur gerade Exponenten haben. Also 4 und 2 gerade Zahlen. Das heißt, es liegt Achsensymmetrie vor. Aber wir möchten das rechnerisch zeigen. So, f von minus x ist gleich, so für alle überall hier, für x setze ich minus x ein, minus x hoch 4 plus 2 mal x Quadrat, also für x setze ich minus x, 1 Quadrat plus 5, plus 5. Und jetzt fasse ich zusammen, also minus x hoch 4 ist gleich plus x hoch 4, richtig? Minus hoch 4 ist gleich plus. Wieder hier minus hoch 2, also minus hoch 2 ist gleich, wieder gleich plus, also plus 2x plus 5. Jetzt können wir die erste Entscheidung treffen, ob Achsensymmetrie vorliegt oder nicht. Ist fx gleich f von minus x oder nicht? So, f von x, also, ist gleich f von minus x. Das heißt, Achsensymmetrie liegt vor. Fertig. So haben wir rechnerisch gezeigt, dass diese Funktion achsensymmetrisch ist. Gut, dann machen wir hier noch einen Beispiel, x hoch einmal 3, x hoch 5 plus 2 mal x. So. Und bei dieser Funktion liegt Punktsymmetrie vor. Warum? Weil wir nur ungerade Exponenten haben. Also 5 und x hoch, x bedeutet x hoch 1. Also 5 und 1, also beide ungerade Exponenten, also Punktsymmetrie liegt vor. Aber wir müssen das natürlich rechnerisch beweisen. F von minus x ist gleich, also setze ich für x minus x ein, also minus x hoch 5 plus 2 mal minus x. Zusammenfassen, minus x hoch 5 ist gleich minus x hoch 5. Ja? Minus hoch 5 ist gleich wieder minus. Also dann haben wir minus x hoch 5 plus 2 mal minus x, minus 2x, also minus 2x. Gut, jetzt können wir bestimmen, ob Achsensymmetrie vorliegt oder nicht. Ist f von x gleich f von minus x oder nicht? Nein, f von x ist ungleich f von minus x. Das heißt, es liegt keine Achsensymmetrie vor. So, keine Achsensymmetrie. Keine Achsensymmetrie. Gut, dann müssen wir natürlich jetzt minus f von minus x bilden. Wir haben f von x da. F von minus x haben wir gebildet hier. Und jetzt brauchen wir minus f von minus x. So, schreibe ich hier. Minus f von minus x. Was mache ich hier? Minus f von minus x. Das heißt, wir müssen hier, das ist f von minus x. Hier mache ich mal minus 1. Mal minus 1. Das heißt, minus f von minus x ist gleich, hier einfach Vorzeichen wechseln. Haben wir hier minus, wird zu plus, also plus x hoch 5. Und hier haben wir plus, minus wird wieder zu plus, plus, plus 2x. So, einfach hier Vorzeichen wechseln, dann hast du minus f von minus x. Hier Vorzeichen wechseln. Minus, da haben wir plus, schreiben wir normalerweise nicht hier dazu, wir wissen das. Minus, hier plus. Und minus 2x wird zu plus 2x. Vorzeichen wechseln. Ist f von x gleich minus f von minus x? Ja, f von x ist gleich minus f von minus x. Das heißt, Punktsymmetrie liegt vor. So, fertig. Dann haben wir bewiesen, dass diese Funktion punktsymmetrisch ist. Rechnerisch. Wir wussten das natürlich, weil wir nur ungerade Exponenten haben. Video Nummer 1, guck dir auf jeden Fall an.
Da habe ich alles erklärt, wie man das macht. Gut, jetzt machen wir noch eine Funktion, einmal x hoch 5 plus 2x plus 1 noch dazu. Plus x, sagen wir plus x Quadrat plus 1. Hier liegt keine Symmetrie vor. Warum? Weil wir sowohl ungerade als auch gerade Exponenten haben. Also liegt keine Symmetrie vor. Wir wissen das, aber rechnerisch müssen wir das zeigen. So, f von minus x ist gleich. Hier machen wir einfach minus x. Minus x hoch 5. Für x setze ich minus x ein. Dann habe ich minus x hoch 5 plus 2 mal minus x hoch 2 plus 1. Da fasse ich zusammen. Minus x hoch 5 ist gleich minus x hoch 5. Minus bleibt da, weil wir hoch 5 haben, eine ungerade Zahl. Plus 2 minus x hoch 2, hier wird zu plus. Warum? Weil wir minus hoch 2 ist plus. Dann haben wir plus 2x². Plus 1. So, haben wir zusammengefasst. Brauchen wir nicht hier. So, f von minus x. So, jetzt können wir die erste Entscheidung treffen, ob Achsensymmetrie vorliegt oder nicht. Also, f von x ist gleich f von minus x. Die Antwort ist nein. Also, keine Achsensymmetrie. So, dann brauche ich minus f von minus x. Minus f von minus x. Was mache ich? Hier einfach Vorzeichen wechseln. Dann haben wir hier plus x hoch 5, also x hoch 5. Hier haben wir 2, x hoch 2, dann haben wir Vorzeichen wechseln, dann mache ich minus 2x hoch 2. Und hier haben wir plus 1, Vorzeichen wechseln, minus 1. Das heißt, wir haben eigentlich diesen Term mit minus 1 multipliziert. So. Gut, jetzt kann ich die zweite Entscheidung, nächste Entscheidung treffen, ob Punktsymmetrie vorliegt. So, ist f von x gleich minus f von minus x? Wie du siehst, nicht. So, das heißt, f von x ungleich. F von minus keine, also wir haben keine Punktsymmetrie. So, jetzt versuchst du, jetzt habe ich eine Aufgabe für dich, und zwar x hoch 5 plus 2x plus 1. Hier haben wir sowohl nur ungerade Exponenten, wie du siehst, hier 5 und hier hoch 1, aber eine Zahl, noch eine Zahl dazu. Im Video Nummer 1 habe ich euch gezeigt, wenn hier eine Zahl vorhanden ist, liegt keine Punktsymmetrie vor. Hätten wir diese Zahl nicht, hätten wir Punktsymmetrie gehabt. Aber haben wir hier noch plus 1, sagen wir mal. So, jetzt versuchst du das rechnerisch zu sagen, dass bei dieser Funktion weder Achsensymmetrie noch Punktsymmetrie vorliegt. So, wenn du noch Fragen hast, kannst du unten kommentieren. Ich werde so schnell wie möglich antworten. Natürlich gibt es andere Leute, die auch helfen. Und ich hoffe, dass meine Videos dir helfen können, die Mathematik ein bisschen zu lieben zumindest oder besser zu verstehen. Und ich hoffe, dass meine Videos für dich hilfreich sind. So, ich wünsche dir alles Gute, alles Bestens. Tschüss.